Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin René und es geht weiter mit Let's Play Splinter Cell Conviction. Ja, nach langer Unterbrechung oder nach langer Pausierung dieses Projekts bin ich jetzt mal wieder so weit, dass ich sagen kann, ich will's probieren. Ich will's wirklich probieren. Ob es wirklich leicht wird, weiß ich jetzt nicht. Ich brauche irgendeine Waffe mit Schalldämpfer. Gibt's da schon irgendwas? Hier ein Schalldämpfer. Ausrüsten, so. Gut, also es war jetzt so, dass ich spontan überlegt habe, Splinter Cell weiterzumachen. Einfach aus dem Grunde, weil ich dieses Projekt auch irgendwann mal beenden will. Wo kommt das Zeug überhaupt hin? Zu einem der Checkpoints in der Stadtmitte. Weiß nicht zu welchem. Für einen Checkpoint braucht man sowas nicht. Dann nimmt man einen Laster, blockiert damit die Straße und stellt ein paar Jungs mit Knarren daneben. Sicher, aber nur wenn du Wert drauf legst, dass dir einer den... Kontakt! Oh, Scheiße! Ah, Scheiße! Schicke Verstärkung! Ich kann Fischer nicht sehen. Oh, shit. Wir müssen ihn endlich ausschalten. Das hat schon mal wieder gut angefangen. Sag mir, was du drauf hast. Werfe Granate! Ah! Na, bereit zu stehen! Ziel hat sich versteckt. Gott, diese Steuerung. Ich hätte es vielleicht echt nochmal spielen sollen. Scheiße! Verdammt, ich seh Fischer nicht! Da drüben! Bringen wir es hinter uns, du Penner! Schiff doch, Mensch. Wird er schon mal down? Granate nach! Hast du noch Magazin übrig? Granate! Kontakt! Erledigt, hast du gehört? Erledigt! Zielperson nicht versehen! Zünde eine 6-7! Alter! Fischer! Ah, shit, ich glaube, ich bin down. Nein, okay, ich bin down. Kann feindliche Einheit nicht sehen! Los, findet den Gegner und schaltet ihn aus! Mist! Verreck endlich! Die MP-Granate schmeißt jetzt mal. Oh. Ey! Netter Versuch, du Arsch! Ah! Du bist C verhören. Sehr gut. Wir haben es endlich mal geschafft. Beinahe größer als der Mond. Sag mir, was ich wissen will, sonst gibt es arge Nackenschmerzen. Sie können mich mal. Sie machen mir keine Angst, Fischer. Gut, dann möchte falsche ich. Falsche Antwort. Holz auf Holz. Klatscht natürlich das da drüben etwas. Das ist ein EMP-Waffensystem. Wie schalte ich es ab? Ich weiß nichts. Selbst wenn ich's wüsste, würde ich nichts sagen. Ja, Arschloch! Witzbold, sag mir, was ich wissen will. Mehr weiß ich nicht. Echt. Ich schwör's. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Wenn du's nicht weißt, wer dann? Wissenschaftlerin. Francis hat sie hergebracht. Ja, im Lager. Nach dem EMP-Einsatz lässt man sie verschwinden. Sie weiß es. Was du nicht sagst. Alles klar. Also es war eben so, ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ja, ich will Splinter Cell jetzt endlich mal zu Ende bringen. Vor allen Dingen, weil ich mir gerade mehrere Gedanken gemacht habe, wie ich denn meinen Kanal jetzt nochmal weiterführen möchte, und ich will ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man das so macht. Ich mache immer von Montag bis Samstag gibt's bei mir Videos, und ich möchte das so machen, dass man ich möchte das so machen, dass man eben Mist. Oh, verdammt.
Achtung! Prüft diese Scheiße! Wow. So ein Dreck. Ruhe in Frieden. Mist! Oh shit. Ich möchte es eben so machen, dass man am Samstag, sagen wir mal, immer so macht, von Montag bis Freitag gibt es das normale Projekt, welches ich halt momentan am Laufen habe, und dann am Samstag gibt es dann was anderes. Und ich habe mir das so überlegt, dass ich am Samstag jedes Mal sowas hochlade, wie ihr vielleicht schon mal bei Game One gesehen habt. Sowas ähnliches wie eine Stunde mit. Ich weiß jetzt bloß noch nicht genau, wie ich das dann nennen sollte. Und zwar möchte ich das so machen, dass ich dann jedes Mal eben ein Video hochlade, was eben eine Stunde lang geht und wo man halt dann sehen kann, ja, ich mache jetzt eine Stunde, sagen wir mal, Borderlands und eine Stunde mache ich jetzt mal ein anderes Spiel. Aber die Spiele, die ich da mache, werden wahrscheinlich keine Let's Play-Projekte werden, also wirklich nur wie so eine Art Let's Show. Aber eben, dass man sagen kann, ja, hier, ich habe jetzt das Spiel gespielt und ich habe das Spiel gespielt und ich möchte meine Meinung dazu sagen. Rein objektiv gesehen, also wird das wahrscheinlich nur bei irgendwelchen Spielseiten, die ich noch nicht so kenne. Wie blöd sind Sie eigentlich? Okay, wir müssen die Lassen Wissenschaftler retten. Sie merken, dass Sie die Systeme sabotieren? Bitte. Glaubst du, dass er hier durchkommen wird? Würde am meisten Sinn ergeben. Wenn er hier ist, dann ist er hier, um den fetten Brummer zu deaktivieren. Und das geht am schnellsten, wenn er hier lang geht. Dann sehen wir Fischer noch früh genug. Tut mir auch leid. Fischer ist überbewertet. Vorhersehbar. Sagst du ihm das, wenn er hier vorbeikommt? Wenn er hier ist, kannst du mit ihm reden. Ich für meinen Teil knall ihn ab. Genug von diesem Fischermist. In weniger als einer Stunde wird die Stadt ins Mittelalter zurückversetzt und wir werden die Einzigen sein, die wissen, was los ist. Oh oh. Vier Gesichter, Fischer! Du kommst zu spät! Zu spät für sie, zu spät, um zu stoppen, was geschehen ist. Gib auf! Stirb, dann hast du es hinter dir. Genau wie deine kleine Tochter. Keine Sorge, ich werde dich bald zu ihr schicken. Das gefällt mir nicht. Position halten. Habe Fischer! Gut. Ich habe jetzt die Projektübersicht bearbeitet, da wird dann bald hoffentlich auch dastehen, dass ich Splinter Cell beendet habe. Für Trine 2 habe ich mir jetzt was einfallen lassen, und zwar, ihr kriegt euer restliches Material, welches hier, welches halt noch fehlt, aber halt nicht von mir, sondern, ich werde da einen Walkthrough verlinken, wo halt einfach das, fehlende Material zu sehen ist. Zielbereich nicht sicher. Position halten! Gut, dann möchte ich jetzt hier erstmal rüber. Position halten, wir warten hier auf ihn. Ich habe jetzt übrigens mal die Schwierigkeit jetzt auf Anfänger gestellt, weil mir einfach normal zu schwer war. Der Bereich ist nicht sicher, wir warten hier. Sehr schön. Kann Fischer nicht sehen. Er hat uns gefunden. Bereich ist zu heiß. Ich glaube, das Stellung nicht. Halten. Geh erstmal hier rüber. Position halten. Bleib wachsam. Zeig dich, sonst stirbt sie. Wir warten hier, bis sich der Gegner zeigt. Du willst, dass sie stirbt? Willst du das? Oh, Scheiße, verdammt, Lagebericht! Wo ist die feindliche Einheit? Halt, wir warten hier auf ihn. Position halten. Wiederhole, Position halten. Gut, der steht hier vor der Tür. Verteilen! Wir warten hier auf ihn. Kontakt! Es ist Fischer! Das halte ich für eine dreiste Lüge. Zielbereich ist nicht sicher. Wir warten hier. EMP-Granate. Granate, weg! Ah! Mist!
Fuck, geh hier weg. Das gefällt mir nicht. Lade nach! Brauch Feuerschutz! Bereich ist nicht sicher. Halte Position. Da ist immer noch einer. Wahnsinn, wie viele da noch drin sind. Ah, ich habe ihn schon gesehen. Kommen wir da auch irgendwie von hinten ran? Warte! Vorsicht, Granate! Oh, Scheiße! Ziel gesichtet! Gut. So, Lady, dann komm mal her. Ich hab was für dich. Ein Leckerli. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Aber danke. Die wollten Ganz mich... Etwa 100 Meter von hier wurde eine EMP-Waffe aufgebaut. Sie soll heute Nacht aktiviert werden. Wie verhindere ich das? Gar nicht. Es gibt zwei Generatoren. Sie werden aktiviert, laden das Gerät auf und dann erfolgt die Entladung. Und der Haken? Wenn einer der Generatoren deaktiviert wird, verursacht der andere sofort eine Entladung. Und einer reicht aus, um zu feuern. Dann muss ich sie also gleichzeitig deaktivieren. Ja, sonst geht es schief. Sind Sie allein? Dann können Sie es nicht schaffen. Sie glauben gar nicht, was ich alles kann. Verschwinden Sie. Hier wird es gleich ungemütlich. Schon sehr bald wird es überall ungemütlich. Gut, es kann sein, dass ich mich hin und wieder muten muss. Das liegt daran, dass ich immer noch verschnupft bin und ich mal die Nase putzen muss. Also, lass mich davon nicht irritieren. Nee, ich möchte einfach lieber Farben so. Gut. Was gibt's sonst noch zu sagen? Facebook-Page bin ich momentan immer noch am Überlegen, ob ich jetzt eine noch schnell erstellen soll. Vor allen Dingen. Ich weiß ja nicht, ob ich dann wirklich immer dazu komme, da was zu posten. Sarah wurde aus welchem Grund auch immer misstrauisch. Ich konnte sie dazu überreden, in den Hubschrauber einzusteigen und sie zu Sam bringen. Aber die Gleichung hatte zu viele Unbekannte. Und Sam hatte keinen blassen Schimmer davon, was ihn erwarten würde. Eine Markierung der Generatoren, damit man sie aus der Luft vernichten konnte, das war dabei noch die leichteste Übung. Gut, ich denke, es wäre schlecht, da frontal reinzugehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier ist nichts zu sehen. Er hat zu viel Deckung. Er kann überall sein. Ich möchte jetzt hier erstmal hoch, bitte. Danke. Wir halten Farek, die Stellung! Farek! Farek! Er ist hier irgendwo. Bleib wachsam! Scheiße! Wir werden wo kam das denn her? Mist! Ziel gesichtet! Von mir! Geh jetzt rein! Farek, Fischer! Farek! Oh. Farek! Los, los! EMP-Granate, los! Unter Granates! Hey! Lade nach! Feuerschutz, bereit machen zum Angriff! Rücke zur letzten Position, es geht... Das wirst du noch bereuen, Freundchen! Habe Fischer! Holy shit. Puh, ich weiß jetzt nicht, wann es jetzt hier schon alle... Nee. Ich muss mich hier erstmal nochmal ein bisschen verstecken. Farek, Fischer! Farek! Farek! Okay, hier komme ich nicht rüber. Okay, Kontakt den Pumpen ab! Gut, den habe ich. Lassen Sie sich nur auf die harte Tour regeln.
Hey, Fischer! Komm her! Sieh mal, was ich hab! Ah, okay. Der hat das also bedient, dieses MG. Sehr schön. Okay, alles klar. Hätte ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, hier dran vorbeizukommen. Oh. Ich wollte natürlich hinabsteigen. Gut, aber ich möchte jetzt mal nichts verschreien. Ich weiß ja nicht, wie schwierig das Level noch wird. Vic, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wer hätte damit gerechnet? Was ist denn los? Sie speisen die EMP-Waffe über zwei Generatoren. Ich muss sie gleichzeitig zerstören, habe aber kein C4 mehr. Markiere Ihre GPS-Koordinaten. Mal sehen, was ich machen kann, wenn ich da bin. Alles klar. Gut, das sind 4, 5, 6 Leute. Gut, das könnte ein bisschen komplizierter werden. Ich weiß nicht, wie soll ich denn das hier machen, ohne die zu alarmieren? Weiß echt nicht, wie ich das hier machen soll. Sonst muss ich hier rüber. Gut. So, drei haben wir schon mal weg. Noch drei übrig. Verdammt! Er ist tot. Finden wir ihn und bringen wir ihn zum Schweigen. Ah, Mann! Scheiße! Hier gesichtet! Wo kam das her? Zünde eine 6-7! Scheiße! Holy shit, okay, das war knapp. Das war richtig knapp. Steckst du dich, Fischer? Willst wohl das Feuerwerk sehen, was? Granate, weg! Oh. Gut. Hätte auch noch ein bisschen besser laufen können, aber für meine Verhältnisse war das gut. Ziel markieren, das ist auch nicht schlecht. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? 2 Minuten. Gut. Zeit abzuhauen. Gut, zweiten Generator finden. Sollten wir auch noch hinbekommen. Oh! Scheiße! Granate! Achtung, Kontakt! Kein Ziel, wiederhole! Kein Ziel! Hinterm Truck ist noch einer. Ich gehe ran! Das war's, Fischer! Oh, Scheiße! Alter! Sam! Du machst einen echt schwach! Verdeckt, hast dich mit dem Falschen angelegt! Was du? Kontakt! Das war richtig eng. Das war nicht so gut. Okay, Leute. Das ist ganz einfach. Ich möchte jetzt hier erstmal ein bisschen mehr Dunkelheit haben. Wenn dieses wundervolle Gerät losgeht, haben wir einen Job zu erledigen, den wir auch erledigen werden. Eure Befehle haben Priorität. Haben wir uns verstanden? Ja. Ihr Fischer sehen? Könnt ihr meinetwegen voll Blei pumpen? Gefällt mir nicht. Gib ihnen Zeit. Die sind vermutlich nur gründlich. Oder längst tot. Hast du Schüsse gehört? Ich habe keine gehört. Was soll das denn heißen? Wenn unsere Jungs und dieser Fischer noch am Leben... Gut. Waren es wirklich nur die drei? Könnten durchaus mehr gewesen sein. Ja, es waren natürlich mehr. Aber sie haben es noch nicht mitbekommen, dass sie tot sind.
denke auch, dass keiner von denen jetzt die Anstalten irgendwie macht, hier mal nachzugucken. Mist! Ich glaube, ich weiß, wo er steckt. Er ist da drüben. Nee, du hast mich nicht gesehen. Gut, der kommt. Wir kriegen dich! Komm raus, sonst brät dir unser Ehe. Schnauze. Ja, Sam, du kannst es auch immer noch. Gut, der ist auch down. Auch nicht schlecht. Aber es läuft schon mal ein bisschen besser. Kurzer Mikro-Lag, nicht weiter schlimm. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich an der Stelle schnell einen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.